Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German. Wenn Sheridan Beaumont am Steuer ihres Bootes steht und durch ihre Austernzucht steuert, wirkt sie wie eine siegreiche Kriegerin. Tatsächlich musste die Australierin in den vergangenen Jahren einige Schlachten fechten. Buschfeuer, Überschwemmungen und Viruserkrankungen verwüsteten ihre Austernzucht und die ihrer Nachbarn. Es war traumatisch, beschrieb Beaumont die vergangenen Desasterjahre. Bei einem Hochwasser hätten sie auf einen Schlag 800.000 Austern verloren. Ein anderes Mal verwandelte eine Viruserkrankung den gesamten Fluss über Nacht in einen stinkenden Austernfriedhof. Und während der tragischen Buschfeuer 2019-20 verstopfte die Asche die Kiemen der Austern. Nach gleich mehreren verlustreichen Jahren hatten einige Züchter bereits das Handtuch geschmissen. Doch Beaumont wollte nicht aufgeben. Die Medizinstudentin, die kurz vor dem Abschluss steht und neben Studium und Austernfarm auch noch Mutter von 4 kleinen Kindern ist, baute ihr Angebot dagegen aus. Im Hawkesbury River in Moonee, 45 Minuten Fahrt nördlich von Sydney gelegen, bietet sie inzwischen mehrstündige Austerntouren an, darunter eine Bootsfahrt zur Austernfarm mit anschließendem Austernlunch im Wasser, bei dem sich die Gäste in wasserdichten Overalls mit angebauten Gummistiefeln selbst wie Austernfarmer fühlen und dabei Austern knacken und verspeisen dürfen. Die Idee habe so gut eingeschlagen, dass sie an manchen Wochenenden inzwischen bis zu 400 Gäste hätte, berichtete Beaumont. Inzwischen finanziert das Tourismusangebot die Farm mit und wurde so zur lebensrettenden zweiten Einnahmequelle, die die Volatilität der Austernzucht ausgleicht. Jeder Austernzüchter braucht noch einen zweiten Job, so die Australierin. Die Verbindung mit dem Tourismus sei nun aber ideal. Auch andere Austernzüchter sind deswegen in ihre Fußstapfen getreten. 3 von insgesamt 6 Züchtern im Hawkesbury River haben inzwischen Angebote für Touristen im Programm. Das Überleben der Austernzucht im Hawkesbury River ist aber nicht nur deswegen wichtig, damit die Sydney-Sider weiterhin eine ihrer Lieblingsdelikatessen schlürfen können. Austern sind als Wasserfilter auch essentiell für die Gesundheit des Flusses und der nahen Küstengewässer. Denn die Austern filtern das Wasser. Die einheimische Sydney Rock Oyster schafft 4 Liter pro Stunde. Die aus Japan eingeführte pazifische Auster, die ebenfalls im Hawkesbury River kultiviert wird, sogar 24 Liter. Multipliziert man das mit den Millionen von Austern, die in dem Flusssystem leben, so werden sie zu den Nieren des Flusses, wie Beaumont erklärte. Während sie das Wasser filtern, nehmen die Schalentiere nicht nur eigene Nährstoffe auf, sie saugen gleichzeitig auch Partikel an. Diese werden im Anschluss zum Meeresboden befördert. Auf diese Weise wird die Wasserqualität wie auch die Klarheit des Wassers verbessert. Klareres Wasser lässt mehr Sonnenlicht hindurch. Gleichzeitig entsteht in Regionen, in denen Austern leben, durch die Ablagerung von Austernkot, ein nährstoffreicher Meeresboden. Diese Kombination ermögliche das Gedeihen von Seegras, wie eine Gruppe von Forschenden im akademischen Magazin The Conversation einst erklärte. Und das wiederum fördere Muschelarten, Würmer und Krabben und bilde letztendlich die Grundlage für das gesamte Nahrungsnetz an der Küste. Austern sind dabei so effizient, dass schwedische Forscher sie in einer Studie aus dem Jahr 2011 einst als kostengünstige Alternative zu Kläranlagen bewertet haben. Wie wichtig Austern sind, zeigte sich einst in der Chesapeake Bay, der größten Flussmündung an der Ostküste Nordamerikas, wo der Verlust der Austernriffe ein Ökosystem mit zuvor klarem, fischreichen Wasser in eine trübe, algenübersäte Brühe verwandelte. Außerdem bieten Austern jungen Fischen und kleinen, wirbellosen Meerestieren einen sicheren Zufluchtsort. Selbst im Kampf gegen die Klimaerwärmung können die kleinen Meerestiere helfen, denn sie absorbieren Kohlenstoff. Austern tun aber auch dem Menschen gut. So sind sie eine besonders ergiebige Quelle für Zink,
ein Spurenelement, das für den gesamten Stoffwechsel von großer Bedeutung ist, das Immunsystem stärkt und am Zellwachstum beteiligt ist. Ein Mangel an Zink kann sich nachteilig auf unser Fortpflanzungssystem auswirken, denn das Mineral hilft beispielsweise dabei, den Testosteronspiegel zu steigern. Von letzterem Fakt rührt vielleicht auch der Mythos her, dass Austern ein Aphrodisiakum seien. In Australien sind Austern inzwischen so beliebt, dass die Züchter den Bedarf kaum decken können. Nur ein sehr geringer Prozentsatz wird deswegen ins Ausland exportiert. Die Australier würden Austern lieben, berichtete Beaumont. Damit haben sie übrigens viel mit den alten Römern gemein. Als diese ins heutige Großbritannien einmarschierten und an der britischen Küste reichlich Austern entdeckten, schickten sie diese trotz des enormen Aufwands zurück nach Rom, um dem verwöhnten römischen Publikum eine Gaumenfreude zu bereiten. Die Römer entwickelten eine so große Vorliebe für die Schalentiere, dass sie auch die ersten waren, die Methoden für ihre Zucht entwickelten und die ersten Austernfarmen ins Leben riefen. Aber auch in Australien werden Austern seit langem geschätzt. Die Aboriginal People verspeisen den Meeressnack bereits seit Jahrtausenden, wie noch heute zahlreiche Middens an den Küsten verraten. Diese Art Müllhaufen aus Schalen können laut Untersuchungen teils 12.000 bis 20.000 Jahre alt sein. Auch an den Ufern des Hawkesbury River, an dem Beaumont die Tiere heute züchtet, befinden sich gleich mehrere dieser Zeitzeugen. Das war für SBS Radio Barbara Barkhausen. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.